Sommer sind aber Simon Zahnt, Lüneville. Er ist neu in der Rassenkommission Swiss Flecki. Simon, warum bist du dort dabei? Was sind deine Ziele dort? Oder was willst du dort einbringen für die SF-Rasse? Also, dabei bin ich eben vom Swissair Buch Freiburg vorgeschlagen worden, als neues Rassenkommissionsmitglied dort eingesetzt zu haben. Das hat mich sehr gefreut, auf einmal, auch sehr geehrt, dass ich da angefragt worden bin. Und habe jetzt sehr gerne zugesagt und auch die entsprechenden Anforderungen erfüllt. Und, Ziel, das ich habe, für dort in Zukunft mitzuarbeiten, sicher die Rasse weiterhin auf dem guten Weg, wo sie schon ist, weiterhin dort auf dem Weg zu behalten und auch die Rasse mitzuprägen. Nicht das Rad neu erfinden, aber sicher allen Ansprüchen, sei es der Agrarpolitik oder den Bauernbetrieben, probieren zu entsprechen. Wo siehst du die Stärke der Rasse und vielleicht auch die Herausforderungen, dass es weiterhin so gut geht mit der SF-Kuh? Stärken sind ganz klar, was man im Moment hat, die, mit der Zunutzungsrasse, mit der sowohl Flachlandkuh wie auch Bergkuh, dass man diesen Ansprüchen gerecht werden kann. Und die ganze Agrarpolitik, die solche Kuh sucht in meinen Augen, wo eine Zunutzungsrasse sucht, die nicht in ein Extrem geht, wo aus viel Gras und Heu und Grundfutter Milch produzieren kann, gute Gehalte bei einer guten Qualität kann machen. Herausforderungen werden sicher sein, die ganze Breite an Züchter, nebst Züchter einfach auch normale Milchviehhalter, dass die Nachfrage an Munnen können befriedigen können. Das heisst, wir haben Betriebe, die eher an fleischlastige Kuh suchen, andere Betriebe eher auf das Exterieur und darum denen gerecht zu werden. Du bist selber ein begeisterter SF-Züchter. Kannst du etwas sagen über diesen Betrieb hier? Wie bist du da eigentlich auf diesen Betrieb gekommen? Ja, das ist speziell gegangen. Ich konnte zumal im Lehrjahr eine Kuh kaufen können. Und da wir daheim nicht gebauert haben, hatte ich die Möglichkeit, dann zumal beim sozusagen Nachbauer eine Kuh einzustellen. Aus dem Nachbauer ist dann der Schwiegervater geworden. Ich durfte dann den Betrieb übernehmen mit der Familie. Und haben dann so anfangen, genau, die Möglichkeit bekommen, jetzt auch einen neuen Stall bauen im letzten Jahr nicht einziehen. Du hast vorhin angetönt, er hat noch Tag der offenen Tür. Wann wäre das? Das ist am 22. August, wo wir das durchführen dürfen. In Zusammenarbeit mit der Planungsfirma und mit den Unternehmern, wo wir uns sehr freuen, das durchzuführen. Du hast schon einen speziellen Moni hier im Natursprung gehabt, wo, glaube ich, auch bei Swiss Genetics stark im Einsatz ist. Kannst du sagen, wer das für ein Moni ist und wie du zu dem bist gekommen? Ja, das war der Moni Swat, der Florino-Sohn aus der Swanda. Er züchtet von den jungen Kindern und dort bin ich dazugekommen durch Kontakt von Züchtern oder durch Kontakt mit Swiss Genetics, mit dem Seieranalyst Bigler-Res und habe das Glück haben, dass der Muni mehr verbrauchen im Natursprung. Jetzt ist er wieder am Produzieren zu Mönchen. Kannst du mir noch vielleicht etwas sagen über deine Kühe da so? Dein Zuchtziel, was du einsetzt und welche Väter das bis jetzt so ein bisschen eingeschlagen? Ja, wir suchen Kühe mittel und gross, das heisst zwischen 1,40 und maximum 1,50 maximum. Sicher sehr solide Jutten, die müssen sein, wo wir dran arbeiten. Gute Fundamente für einen Vollweidenbetrieb. Kühe mit tiefen Zellzahlen, das heisst, die Melkbarkeit ist nicht zu vergessen. Klauengesundheit, auch bezüglich Klauensatz, wegen Mortellaten, die wir probieren, ging ein bisschen zu fokussieren. Munine, brauchen wir einfach ganz klar gute Mutterlinie, das ist sehr wichtig. Jeder gute Muni hat einen guten Vater, das ist klar, aber was das Zahn und Ohr ist, für uns ist die Zuchtstrategie, ist die ganze Mutterlinie, die wir weiterkommen wollen. Im Moment setzen wir an Kilian-Sohn ein, im Natursprung, aus der Delago Lina, gezüchtet von Familie Künzi mit Holz. Super, merci vielmals Simon, danke. Yes.